Während an der Wall Street alles seinen gewohnten sozialistischen Gang geht und der DAX jetzt allerdings den sechsten Tag in Folge verloren hat, längste Verluststrecke seit 9 Monaten, ist jetzt die große Frage, was kommt eigentlich auf uns zu? Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Markeflüster. Was heute war, war zunächst mal die Gewinnwarnung von Daimler. Das hat den DAX, hat andere Autowerte stark belastet. Der DAX ohnehin schwach seit Tagen, wahrscheinlich fürchtet man, dass sich die Gewinnwarnungen jetzt häufen werden. SAP wird ja am 18. Juli die Zahlen melden. Wir haben schon Gewinnwarnungen jetzt von BASF und Daimler. Also das ist kein wirklich guter Auftakt. Und die Amerikaner denken sich, naja, das hat nichts mit uns zu tun. Und sind eben noch voll in diesem Zinssenkungsmodus. Heute Anmerkungen von Evans, eines der dovischsten Mitglieder, der gesagt haben, ja, vielleicht müssen wir mehrmals die Zinsen senken, damit wir dann auch über das 2% Inflationsziel rauskommen. Aber heute die US-Erzeugerpreise auch wieder höher als erwartet. Gestern hatten wir ja schon die Verbraucherpreise höher als erwartet. Also vielleicht kommt die Inflation schneller, als man denkt. Eben durch die Zölle, die so langsam ihre inflationäre Wirkung entfalten und weil eben auch Löhne steigen. Das darf man ja nicht vergessen. Gleichwohl, wir haben eine unglaubliche Diskrepanz zwischen den europäischen Aktienmärkten und den US-Aktienmärkten. Das wollen wir uns mal anschauen. Denn da sehen wir eine geradezu himmelschreiende Differenz. Wir haben das sogenannte CAPE, also das ist das sogenannte Schiller-KGV, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis über die letzten 10 Jahre inflationsbereinigt. Und da sind wir in Europa im Durchschnitt jetzt bei 16,5 und in den USA sind wir über der 30er-Marke. Das heißt, man könnte sagen, Aktien aus den USA sind doppelt so hoch bewertet wie europäische Aktien. Ob das gerechtfertigt ist? Wir haben natürlich die Schwierigkeiten in China, von denen Europa, insbesondere Deutschland, am stärksten betroffen ist. Wir haben so unsere eigenen Probleme, aber die Amerikaner haben eben ein gewisses Steuerdumping betrieben durch die Steuerreform. Das ist so ein künstlicher Push, der auch nachlässt und die Zahlen sind ja auch immer schlechter geworden in den USA. Und das ist jetzt die Frage, wie wird sich das auf die US-Berichtssaison auswirken, diese Frage. Die wird immer drängender. In der nächsten Woche, da kommen einige Dickfische auf uns zu, was die US-Berichtssaison betrifft. Das wollen wir uns mal ansehen. Da haben wir zum Beispiel die US-Großbanken, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan vor allem, Wells Fargo, Bank of America. Aber wir haben dann auch aus dem Tech-Sektor Schwergewichte, wie vor allem Microsoft, die ja von einem Allzeithoch zum anderen jagt und alleine für knappe 6% des S&P-Anstiegs seit dem Jahr 2014 zuständig ist. Dann haben wir Netflix, wir haben IBA, wir haben eBay, also da ist eine ganze Menge und dann kommt der Abgleich eben zwischen Kursen und Bewertungen, ob das alles gerechtfertigt ist, das muss man dann sehen, das wird sich dann zeigen. Schauen wir uns mal jetzt noch ein paar interessante Dinge an, aus meiner Sicht interessante Dinge. Wir haben zunächst mal hier in Sachen USA jetzt den höchsten Stand ever erreicht, was das Verhältnis zwischen Value und Growth betrifft. Das heißt also, Wachstumswerte sind jetzt höher bewertet als in der Dotcom-Blase im Vergleich zu sogenannten Value-Aktien, also eher konservativeren Unternehmen, die ein relativ stabiles, sicheres, aber eben relativ unerotisches Geschäftsmodell haben, könnte man sagen. Das ist also jetzt mal wieder ein neuer Allzeitrekord. Wir sehen, dass wir eine gewisse Entkoppelung haben zwischen den Anleihemärkten und den Aktienmärkten, hier S&P 500 und 10-jährige US-Staatsanleihe, die lange Jahre gleich gelaufen sind. Jetzt sind die Renditen stark unter Druck gekommen. Die Anleihemärkte haben also neue Kursanstiege produziert, aber die Renditen sind gesunken. Das allerdings hat sich geändert in den letzten Tagen. Da sind vor allem die langlaufenden Anleihen, 10-jährige und 30-jährige, in der Rendite deutlich nach oben gekommen wieder. Und manch einer sagt, ja, das könnte jetzt der Boden bei den Renditen gewesen sein. Und die Frage ist, wird dann, wenn diese Lücke sich verkleinert, eben auch hier der blaue Graph nach unten kommen müssen, also der S&P 500, wenn der nach oben geht, das wird sich dann erweisen. Schauen wir uns dann noch interessante Aussagen von Donald Trump an. Heute hat ja China klargemacht, dass man diejenigen US-Unternehmen sanktionieren will, die bei diesem Waffendeal, den die USA mit Taiwan geschlossen haben, im Volumen von 2,2 Milliarden Dollar, nämlich gemeint sind General Dynamics und Raytheon, dass diese Unternehmen durch China sanktioniert werden. Sie wissen ja, China sieht Taiwan als eigentlich zu China gehörig, als eigene Provinz an.
Und man fühlt sich sehr brüskiert durch diese Geschichte. Heute ein Auftritt von Peter Navarro, dem Hardliner, Anti-China-Hardliner, der gesagt hat, ja, die Gespräche laufen super, nur laufen die schon seit 16 Monaten super und es kommt nichts bei raus. Und diese ganze Taiwan-Geschichte dürfte hier belasten. Jedenfalls hat Donald Trump heute wieder mal getwittert und gesagt, ja, Zölle sind ja ganz großartig, denn sie führen letztendlich dazu, dass sie dann alle wieder in den USA produzieren. Und genau das ist der Denkfehler. Es gibt Umfragen von Unternehmen oder unter US-Unternehmen, die im Ausland produzieren und die gefragt werden, ja, würdest du denn zurück in die USA gehen? Und da sagt praktisch kein einziges Unternehmen, ja, wir würden gerne in die USA zurückgehen, weil einfach die Lohnkosten etwa 5-mal höher sind als im asiatischen Bereich. Und das geht dann eben nicht mehr gut. Dann kann ich am Weltmarkt nicht mehr bestehen, wenn meine Kosten so explodieren. Das ist das große Problem und eben auch der Denkfehler Trumps bei den Zöllen, dass er glaubt, dass wirklich dann die Unternehmen wieder zurück in die USA kommen würden. Abschließend noch ein schönes Bild hier von Jerome Powell, der diese Woche, also die aktuelle Handelswoche, jetzt auslaufende Handelswoche, ja mit seinen Aussagen bestimmt hat. Hier sehen wir den S&P 500 und angekettet Jerome Powell, der da ein bisschen mitgezogen wird. Man hat das Gefühl, die Fed ist sehr, sehr stark in Sachen Aktienmärkte unterwegs und riskiert dabei natürlich ihre Glaubwürdigkeit. Das ist eine Geschichte, die vielleicht im Nachgang immer klarer wird, dass die Fed eben immer das tut, was die Märkte herbeiquengeln, könnte man sagen. Und das dürfte Paul dann irgendwann mal auf die Füße fallen. Schauen wir uns jetzt mal die Charts an, gucken uns an, was da passiert. Wir sehen, wie gesagt, wenig Bewegung bei den US-Indizes, der S&P 500 bei 3000. Und 5 Punkten. Wir sind über diese 3000er Marke so ein bisschen rübergekommen, aber so richtig weiter dynamisch geht es nicht nach oben. Wir sehen den Dow Jones, so heißt er, genau 27.226 Punkte. Wir sehen den Nasdaq jetzt bei 7.930 Punkten. Also es ist das gewohnte Bild, die USA mit steigenden Aktienmärkten, aber der DAX kommt da überhaupt nicht mit. Das sehen wir hier, der ist aktuell bei 12.319 in diesem so ganz klaren Abwärtstrend seit einigen Tagen. Wie gesagt, natürlich Daimler, die hier belasten, das ist offenkundig. Wir sehen hier diese Spanne, die wird nicht gerade kleiner derzeit zwischen dem DAX und dem S&P 500. Was haben wir noch? Wir haben The Euro-Dollar bei 1,1258, jetzt in so einer Seitwärts-Range. Seit den Aussagen von Paul ist die Euphorie ein bisschen raus. Das gilt auch für Gold bei 1409 und das amerikanische Crude Oil. Das hält sich bei $60.54. Hurricane im Golf von Mexiko stützt diese ganze Iran-Thematik. Stützt. Heute hat Großbritannien ein zweites Kriegsschiff in den Golf von Persien entsandt. Dementsprechend könnte es da bald ein bisschen ungemütlicher werden. Es geht ja um diese Inbesitznahme des iranischen Schiffes. Dann vor Gibraltar, dann haben die Iraner versucht, ein britisches Schiff hier gefangen zu nehmen sozusagen. Und so gehen die Dinge ihren Gang. Also, das ist die Lage. In der nächsten Woche kommt jetzt endlich diese Berichtssaison. Jetzt haben die Märkte wochenlang die Zinssenkungserwartungen gefeiert. Jetzt werden wir sehen, was Fakt ist mit den Unternehmenszahlen. Ich wünsche jetzt Ihnen ein schönes Wochenende. Kleine Anmerkung noch, die Videos, also Videoausblick und Markeflüster gibt es bis inklusive nächsten Mittwoch, ab nächsten Donnerstag, weil ich dann einige Tage im Urlaub. Es geht dann in der übernächsten Woche dann weiter. Also ich bin 1,5 Wochen etwa weg. Das nur als kleiner Vorabhinweis. Und jetzt, wie gesagt, das Allerbeste in Servus und Ciao.